Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder ein wohl recherchiertes, gegliedertes, informatives Video für euch. Und zwar war ich sehr, sehr, sehr begeistert im letzten Jahr, dass ihr sehr mochtet das Video, wo ich euch vom neurogenen Zittern erzählt habe. Und das entsteht jetzt, dieses Video, aus demselben Impuls heraus. Ich habe für mich etwas gefunden, ich fand das toll, ich möchte das mit euch teilen und möchte euch zu den Hintergründen informieren. Und zwar geht es heute darum, den Vagusnerv zu stimulieren. Wo ist der, warum sollte ich den stimulieren und wie mache ich das ganz konkret? Wie bin ich wieder zu diesem Thema gekommen? Es war wie beim neurogenen Zittern. Beim neurogenen Zittern wurde mir das ja auch ständig bei YouTube vorgeschlagen. Ne? Der Algorithmus kennt mich, der weiß, was ich da so konsumiere und schlägt mir glücklicherweise immer mal wieder auch neue Dinge vor. Und wie auch schon beim neurogenen Zittern, wurde mir das zigmal vorgeschlagen, ehe ich es dann tatsächlich mal angeklickt habe. Und die erste Vagusnervübung zur Stimulation, die ich gemacht habe, war dann von derselben Frau, von der ich auch immer das Anleitungsvideo zum neurogenen Zittern mache. Und würde euch auch dieses Video auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Ich habe das dann also für mich so ein paar Mal gemacht, habe dann verschiedene andere Sachen auch mal ausprobiert, habe da erkannt, was ich nicht so mag. Und dachte mir, das ist wieder ein schöner Impuls für euch. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr es ausprobieren wollt, bitteschön. Starten wir doch damit mal, jetzt muss ich mir meine Notizen nehmen. Starten wir doch mal damit, was der Vagusnerv überhaupt ist, wo der so ist, warum man mit dem arbeiten sollte, dürfte, könnte, warum das eine gute Idee ist. Also, Anspannung und Stress werden durch einen Teil des vegetativen Nervensystems gesteuert. Ne? Und das ist der Sympathikus. Und damit wir uns erholen können, also die Gegenbewegung dazu, muss eben auch der Gegenspieler zum Sympathikus aktiviert werden. Und das ist der Parasympathikus. Der sorgt eben für Entspannung, für Regeneration, für das Auftanken. Und im parasympathischen Nervensystem ist vor allen Dingen der vordere Ast des Vagusnerves gefragt. Also quasi, der Vagusnerv ist ein Teil des parasympathischen Systems, was wir brauchen zum Entspannen, zum Auftanken, zum Regenerieren. Und dieser Ast, das ist eben der ventrale Vagusnerv. Ja, wir machen das hier wirklich, ich habe wirklich gut recherchiert. Also, was wir dann tatsächlich am Ende nutzen, ist der ventrale Vagusnerv. Und der kann Signale besonders schnell weiterleiten und da hat daher eine maßgebliche Rolle in unserem sozialen Kommunikationssystem zum Beispiel, für die Zugewandtheit zu anderen Menschen, für das Gefühl von Geborgenheit, von Zugehörigkeit, von Sicherheit. Und das, finde ich, ist jetzt dieser extrem spannende Aspekt, das Gefühl von Sicherheit. Weil, und das habe ich im Video zum neurogenen Zittern auch schon angesprochen, wir haben scheinbar ein sicheres Leben. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben ein gesichertes Einkommen, wir wissen, wir haben auch morgen noch Lebensmittel im Kühlschrank. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben eigentlich ein sicheres Leben, unsere Körper fühlen es aber nicht. Weil, vielleicht kann ich darüber auch nochmal ein extra gesondertes Video machen, schreibt da gerne mal dazu. Unser Nervensystem hat schon frühzeitig die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht sicher ist. Einige können zum Beispiel nicht meditieren, weil sie schon gar nicht die Augen schließen können, weil es sich nicht sicher anfühlt. Krass. Und wir wissen, vom Verstand her wissen wir, da kommt nicht gleich jemand um die Ecke, wenn ich mich hier hinsetze und meditiere und murkst mich ab. Das ist nicht das, was in unserem Kopf abgeht. Aber wir fühlen uns nicht sicher in unserer Umgebung mit uns selbst. Und das ist aufgrund von Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist so krass. Die meisten Menschen fühlen sich nicht sicher. Und es ist einfach nur ein Gefühl in sich. Das ist nichts, was du auf Verstandsebene ausschalten kannst. Wir wissen, wir sind sicher, aber wir fühlen uns nicht sicher. Und deswegen ist für mich persönlich diese Vagusnerv-Problematik-Stimulation so eine tolle Geschichte.
Weil ich habe das zum allerersten Mal probiert, wo wieder im Außen was passiert ist, von dem ich auf Verstandsebene das für mich runterbrechen konnte, das für mich analysieren und klarlegen konnte und wusste, hier passiert nichts Schlimmes. Mein Unterbewusstsein hat es aber einfach nicht gerafft und ich war so im und ich habe mich nicht sicher gefühlt. Und da habe ich zum allerersten Mal so eine Vagusnerv-Stimulation für mich gemacht. Und wenn eben die Funktion dieses ventralen Vagusnerves gestört ist, kann sich der Körper nicht mehr erholen und bleibt wieder, das hatten wir auch im vergangenen Video schon, in diesem Modus von dieser Überreizung, von dieser Anspannung einfach stecken. Wir bleiben da einfach. Und dann sind eben auch Krankheiten, körperliche Symptome eine Folge davon. Und dieser Vagusnerv ist so ein paarig angelegter Nerv, der eben unserem Gehirn entspringt, was ich hier so mache, keine Ahnung. Und in der Tiefe dann auf beiden Halsseiten bis zum Bauch verläuft. Also der ist auch relativ groß. Und der vermittelt eben eine Vielzahl von Körperfunktionen wie Herzfrequenz, Verdauung, Atmung, all solche Dinge. Das ist also tatsächlich ein sehr wichtiger Teil unseres Körpers. Und Studien zeigen eben auch, dass wenn man diesen Vagusnerv stimuliert, dass bei einer Vielzahl von psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen hilfreich sein kann. Und wenn man eben eine verbesserte Funktion dieses Nerves durch Stimulation erreicht, kann man die Schlafqualität erhöhen. Es tut mir leid, meine Kinder sind krank. Ihr müsst diese Hintergrundgeräusche ertragen, muss ich auch schon seit Tagen. Also, man kann die Schlafqualität erhöhen, wenn man den Vagusnerv stimuliert. Man kann Entzündungen und Schmerzen reduzieren. Man kann die Verdauung verbessern, die Herzgesundheit verbessern. All das wird positiv beeinflusst, wenn ich meinen Vagusnerv stimuliere. Und für mich halt persönlich dieses Gefühl von Sicherheit wird verstärkt in meinem Körper. Wie kann ich den jetzt stimulieren? Es gibt tatsächlich zig Möglichkeiten dazu. Es gibt verschiedene Atemtechniken, die den Vagusnerv unterstützen. Am bekanntesten wahrscheinlich die Wechselatmung aus dem Yoga, wo man sich abwechselnd die Nasenlöcher zuhält. Damit kann man den Vagusnerv stimulieren. Es gibt spezielle Yoga-Übungen, die den Vagusnerv stimulieren. Es gibt bestimmte Massagen, die den Vagusnerv stimulieren. Durch Singen und Summen stimuliert man den Vagusnerv. Und meine Favoritenübung, wie gesagt, ich habe auch schon verschiedenes ausprobiert und da geht es tatsächlich dann darum, wenn ich dann mit der Übung fertig bin, nach welcher Übung fühle ich mich am besten. Und ich habe auch schon einer Freundin diese Übung empfohlen, die hat auch gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist, aber danach habe ich mich einfach gut gefühlt. Und das sind Indikatoren für euch, wenn ihr euch danach gut fühlt, ist es eine coole Sache. Und zwar die Übung, die ich persönlich mache, am meisten um den Vagusnerv zu stimulieren, ist: Ihr klopft den Punkt hier unter den Augen. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal EFT bei mir mitgemacht habt. Ihr klopft den Punkt hier unter den Augen mit schräg rüber unter eurem Schlüsselbein, den Punkt. Und das wechselt ihr ab. Das heißt, ihr atmet ein, klopft diese Punkte. Beim Ausatmen wird gesummt. Da stimulieren wir jetzt nämlich den Vagusnerv. Beim Ausatmen summt ihr. Das macht ihr zweimal, dann wird gewechselt. Einatmen und beim Ausatmen summen. Und dieses Summen beeinflusst den Vagusnerv und das Klopfen dieser Punkte ist wie beim EFT, löst einfach Blockaden in eurem Körper auf. Und wenn ihr das nur mal macht, das ist das Video, was ich euch als allererstes unten in der Infobox verlinke, wenn ihr das nur mal macht, ich glaube, das geht so 10 Minuten, das Gefühl danach ist so geil. Man spürt die Entspannung förmlich. Es ist fantastisch. Macht es einfach mal nur fürs Gefühl. Nur fürs Gefühl. Und ich packe euch auch noch ein paar weitere Videos unten in die Infobox, was man noch tun kann, um seinen Vagusnerv zu stimulieren. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen nahe bringen, warum das eine gute Idee ist und dass das tatsächlich null kompliziert ist zu machen. Man braucht dazu nichts, man braucht dazu kein Vorwissen, es dauert nicht lange. Es ist wie beim neurogenen Zittern, 10 Minuten reichen. Ab und zu, wenn ihr den Impuls habt, wenn ihr das Gefühl habt, dass es eine gute Idee wäre, das mal wieder zu machen, probiert es einfach mal aus. Und ich habe das, wie gesagt, also weiße Katze mit Kerzen ist vielleicht gar nicht so eine kluge Idee, hast du gemerkt. Ich habe das, wie gesagt, in einer Situation als erstes ausprobiert,
wo ich mich nicht sicher gefühlt habe, wo ich mich nicht gut gefühlt habe, wo im Außen was passiert ist, was ich scheiße fand und was mich schlecht hat fühlen lassen. Und daraufhin habe ich zum einen mal diesen Vagusnerv stimuliert, dann habe ich neurogenes Zittern gemacht und dann ging es mir einfach besser. Weil mein Körper dann übernommen hat und mein Körper dann aus diesem Stress- und Fluchtmodus rauskommen konnte. Weil ich Körperteile in mir stimuliert habe, weil ich Dinge getan habe und meinem Körper sagen, ist fein, wir können da wieder raus. Aber unsere Körper brauchen mittlerweile diese Impulse von uns von außen. Unsere Körper entspannen nicht mehr einfach so. Und deswegen ist dieses Stimulieren vom Vagusnerv nochmal eine richtig coole Idee, was man für sich mal ausprobieren und nutzen kann. Und dann, wie ihr Bock habt, also meistens kombiniere ich es jetzt tatsächlich, dass ich das neurogene Zittern 10 Minuten mache und dann nochmal 10 Minuten Vagusnervstimulation mache, meistens am Abend, und dann bin ich tiefenentspannt. Das ist so toll, es funktioniert für mich. Ich mache auch gerne Yoga. Das Gefühl nach diesen zwei Übungen ist für mich persönlich aber viel besser als nach dem Yoga. Also da fühle ich mich viel entspannter, viel gelassener, so boah, yeah. Also vielleicht fühlt ihr euch durch dieses Video ein bisschen inspiriert, motiviert, es einfach mal für euch auszuprobieren. Wie gesagt, meine Lieblingsübung, um den Vagusnerv zu stimulieren, setze ich euch als erstes unten in die Beschreibung und dann noch ein paar andere, wenn ihr mal Lust habt, was anderes auszuprobieren. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare. Kanntet ihr euren Vagusnerv? Habt ihr den schon mal stimuliert? Und wenn nicht, habt ihr nach diesem Video Bock, das einfach mal auszuprobieren? Das würde mich wahnsinnig freuen. Einfach nur dieses okay, warum nicht? Ich probiere es mal aus. Es hat sich gut angefühlt. Das heißt, dieses Video hat geschafft, dass sich mindestens eine Person von euch einfach mal wieder richtig gut gefühlt hat. Das ist doch schön. Ich bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe, dieses Video abzudrehen. Das ist gar nicht so einfach. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so war, wenn ihr es informativ fandet, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wie immer freuen der Algorithmus und ich mich sehr über eure Kommentare. Machen wir doch heute, letztens hat das so schön mit dem Pullover geklappt, machen wir doch heute, erzählt mir mal, wenn ihr jetzt aus einem nächstgelegenen Fenster guckt, was ihr da seht. Ich sehe Bäume, ein paar Vögelchen und Schneeflocken. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!